Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Battle Brothers bei mir. Ich bin gerade live im Stream, wenn ihr es hier auf YouTube seht. Hallihallo auch an euch auf YouTube. Ja, ich bin zurück, ich bin fast eine Woche raus und ich muss mal kurz direkt erstmal nachgucken, wo waren wir denn eigentlich? Wir hatten Zwubisch den zweiten, den wir, glaube ich, zu einem Nimble-Tank machen wollten, weil er unglaublich viel HP hat und. Oh, der hat aber echt wenig Fatigue. Weil er hat halt schon Klamotten an, ja. Also das soll man nicht vergessen. Hier 15, 25 hat er sich schon geklaut. Also der ist fast bei 100. Ist gar nicht. Wir sind sogar nochmal minus 2. Also ja. Das ist ganz gut. Xeli ist echt schon ziemlich weit. Warum hat Xeli eine Spear Mastery und ein Schwert in der Hand? Das müssen wir ja mal direkt korrigieren. Was ist denn hier passiert? Ich habe kein Schwert mehr für ihn. Oh no. Du hast noch keine Spear Mastery. Du kriegst sie falsch schon. Rotfeder. Das geht ja gar nicht. Das ist ja übelster Quatsch. Der hat eine hat eine Spear Mastery. Kann den Spearwalding gar nicht benutzen. So, wir hatten Danjushka gekauft, genau. Der saugut im Werfen ist und noch trotzdem noch Melee-Skill kriegt und einen Haufen HP hat und Fatigue, also, ne? Der wird halt ein Frontliner. Der wird ein klassischer Frontliner, der fängt mal an mit seinen Wurf geschossen und wechselt dann auf. Ah, da ist der Speer hin. Wechselt dann auf den Speer. Ich glaube, ich würde ihm einfach das Schwert geben, tatsächlich. Kannst du nämlich den Speer nehmen? So. Genau. Wir haben hier noch einen fetten Pflege, den wir nirgendwo benutzen, weil unsere Leute alle noch ein bisschen niedrig im Melee-Skill sind. Der einzige wäre Sono. Und mit Level 7 ist er auch schon echt gut weit. Aber der ist unsere Stunner. Der hat auch schon entsprechend einen Stun-Perk. Der hat schon Battleforged. Der braucht also richtig dicke Rüstung. Dicke Rüstung. Wir müssten uns, glaube ich, nochmal überlegen, Brawny zu nehmen. Weil der dann mehr Initiative und Fatigue hat, wenn er richtig schwer Rüstung hat. Das werden wir, glaube ich, brauchen, zusammen mit dem Battleforged, würde ich sagen. Und wir haben ja noch drei Level, wo wir hier Skills kriegen. Any attack that inflicts at least one point of damage to hit points triggers a moral check for the opponents with a penalty. Oh, Resolve. Resolve hat er gar nicht so wenig mit 52. Und kriegt vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Duelist, become one with your weapon, go for weak spots with the offhand free or carrying a throwable tool. An additional 25% of any damage ignores armor. Das sind wirklich two-handed weapons. Okay, wenn wir hier statt einem Schild diese Netze oder Wurfwaffen haben, dann. Oder frei halt, dann kriegen wir extra 25% Rüstungs. Durchdringung sozusagen, nenne ich es jetzt mal. Killing Frenzy. A kill increases all damage by 25% and for two turns, was ziemlich nice ist. Does not stack, but kill resets the timer. Unlocks the Indomitable Skill, which grants damage reduction and immunity to being stunned, knocked back or grabbed for one turn. Oh. Ja, also müssen wir kurz durchgehen, was wir eben noch wollen. Wir wollen. Wobei wir das erst, wenn wir das Level Up haben, wahrscheinlich eine Relevanz hat. Okay, wir haben ein paar Frontliner. Wir haben Sacred mit einem ziemlich hohen Hitskill und tatsächlich sogar mit Fatigue eigentlich. Aber der hat trotzdem jetzt die Polar Mastery so als Backliner gekriegt. Hätten wir vielleicht ändern können, haben wir leider nicht gemacht. Wir hatten Olaf geholt, den haben wir noch gar nicht benannt. Wir haben noch gar keinen Olaf benannt. Wir haben Zwubel, Xeli, Danjushka, Felix, Sono, Xan, Thousand Cuts, Ricky, Who Knows, Rotfeder, Jorn, Bannerlord und Ben, the Hero. Inzwischen ist es, glaube ich, eher Ben, der Anti-Hero, wenn wir mal so überlegen, was die letzten Male passiert ist. Der hat schon einen eigenen Mann auf dem Gewissen. Upp, so. Okay.
Warum habe ich H groß geschrieben? Ich will H nicht groß schreiben, das ist das Ganze. So. Ben, der Anti-Hero. Und wir haben noch einen Olaf, der mit 59 auf Level 2 schon einen soliden Range hat. Und der Ben hat 57 auf Stufe 6. Ja, 57 auf Stufe 6 und der hat 59 auf Stufe 2. Der wird also wahrscheinlich ein deutlich besseres Sniper werden als unser Ben. Genau. Wir haben noch eine Military Pickaxe, was richtig gut wäre gegen Rüstungen. Aber ich glaube, da brauchen wir jemanden, der halt ganz gut hittet. Der hittet. Mal kurz tausche. 4 AP, 14 Fatigue. 40 bis 70 Armor Damage ist halt insane viel. Nicht, dass man damit vergleiche. Ist man halt 24 bis 31 Armor Damage. Also das ist hier halt vom Armor Damage viel, viel mehr wert. Und ich kann sogar nur Armor gehen, dann ist es 60 bis 105. Dort natürlich aber immer, also meistens sind wir das eher nicht. Und er wird niemals Confident Morale. Das ist, glaube ich, das größte Problem an ihm. Dass er immer niemals confident wird. Ansonsten wäre er ein richtig guter Frontliner. Ja, also Rüstung zerstören ist hier, wäre das geil. Ich glaube, es gibt Tiere, die irgendwie so dicke Haut haben, sozusagen, die als Rüstung zählt. Ja. Okay, wir haben alle auch schon die 105er Helme mindestens. Yes. Ihr behaltet eure Sachen. Hätte ich eine bessere nehmen können, die 50er. Du hast auch noch eine 40er mit minus 2. Das ist auch irgendwie Quatsch. Genau, und du hast sogar noch eine Vision-Reduktion. Ja, gut. Okay, was ist denn unser Ziel jetzt? Wir haben unsere Ressourcen, wir haben ein bisschen Gold. Wir haben keine Handelsgüter mehr, ne? Nein, wir haben keine Handelsgüter mehr. Wir haben die super schwere Rüstung gekriegt. Minus 36 Fatigue. Wir hatten doch gerade jemanden, der die Sachen kriegen soll. Wo unser. Da, der Njushka, aber der muss noch ein bisschen leveln, glaube ich. Also, wenn wir ihm die jetzt geben, hat er einfach noch 46 Fatigue. Ja, schwierig. Ist, glaube ich, ein bisschen sehr schwer. Und er braucht noch einen Melee-Defense dafür, weil er hat, glaube ich, keine Melee-Defense. Also er muss halt erstmal, ja, also er braucht auf jeden Fall Brawny, um dann auf Battleforge zu gehen. Jetzt haben wir eine Person mit Battleforge und das ist Sobuno. Und ich glaube, dem können wir das nicht geben. Der hat ja noch 43. Aber der würde halt davon profitieren. 82% of any damage to armor from attacks. Das ist 88%. Ja, negative 5 also current total armor value. Der wäre halt nur, ey, ich kann halt einmal zuhauen, aber der muss halt stunnen können, das ist ein bisschen das Problem. Der braucht auch ein bisschen Fatigue für, weil das Stun halt 19 Fatigue kostet. Ach, shit. Vielleicht war Battleforge da auch nicht die richtige Wahl. Okay. Haben wir in Himmelsdorf irgendwas? Wir haben hier einen Auftrag. Sehr gut. Moment. You find a through books. It's a minute. I've searched high and low for an answer, but it seems I have sorted to resort to steel. That would be a steel. I'll be honest with you. I made dealings with witches many years ago to protect my firstborn. Oh shit. Oh shit. 300. Also wir sind bei 1500. We need to pay more for this. Stay on Himmels and protect Ike's younger firstborn son. Witches. Bei Witches haben wir ein bisschen ein Problem. Weil die können unsere Leute für sich bekommen. Wir haben übrigens auch noch einen richtig dicken Helm tatsächlich. Minus 19. Wie viel ist das schon? Minus 5 ist der halt gerade mal. Dafür ist der Helm halt doppelt so stark. So, Sono schon mal Big Helm Master. Der haben wir, glaube ich, von einem Fallen Hero. Oh, ich würde das gern probieren mit der Witch eigentlich.
Es hängt nämlich ein bisschen davon ab, was die sonst noch so hat. Hier, Abducted Children haben die nämlich, die haben sowieso gerade eine Drought und sind well supplied. Anihanoxan. Bist du denn auch am gleichen Tag? Bist du auch bei Tag 64? Ansonsten habe ich wohl einfach ein bisschen Lack. Oder deine Pflegestrategie geht nicht auf mit den Pflegeln, Leute kaputt hauen. Ja, guck mal, hast noch 10 Tage, um das gleiche Equipment zu kriegen. Wir versuchen uns mal mit Witches anzulegen. So. Prestige renowned of the White Raven is growing. Everywhere you go, people are looking to join us. Just, okay, das kommt irgendwie immer wieder. Stimmt, wir hatten auch unseren Scout und unseren Trader rekrutiert, damit wir mehr traden können. So, wir sollen hier bleiben. Der Fletcher. Oh, ich hätte gern so ein Ding. Den Heavy Crossbow hätte ich so gerne. Against Armor. Machen halt insgesamt weniger Damage. Wobei im High Range sind sie gar nicht so viel weniger. Ja, doch 5 halt weniger. Gegen Rüstung werden ja, glaube ich, aber trotzdem effektiver. Ja, wir sollen hier bleiben, wurde gesagt. Deswegen campen wir uns hier hin. Ich habe gescheite Rüstung und Helme. Habe ich nur bis 170 Rüstung. Ja, ich habe genau einen Helm, der drüber ist, gesagt. Sonst habe ich nur 105er. Also ganz entspannt. Ich habe halt einen Fallen Hero einmal erwischt und dem halt die Rüstung weggeknüppelt und nicht den Helm. The brothers are idling along the way, time away, bantering about women and witches alike, and if there's any real significant difference at all. So eine Stunning holds his hand out. Na und aus. Also, die reden darüber über Frauen und Hexen und ob es überhaupt irgendeinen Unterschied gibt. Und Sono sagt: Now in all seriousness, I've heard tales of these wenches. They can put a hex on you to make you see things. They make you sign blood pacts and if you don't pay, they'll cut your kneecaps out and use them for divination. Hell, when I was a child, my neighbor made a deal with one and then he disappeared. I later saw a mysterious woman walking around with a fresh skull being used for a lantern. Also Sono erzählt, dass er schon von Hexen gehört hat und die können dich halt verzaubern, dass man alles Mögliche sieht und dass man auch Blutverträge unterschreibt und wenn du das dich dann nicht daran hältst, dann schneiden sie dir die Kniescheiben raus und ja. Und er hat mal als Kind einen Nachbarn gesehen, der irgendwie dann so einen Vertrag eingegangen ist und dann ist er verschwunden und irgendwie später hat er eine Frau gesehen, die mit einem Schädel als Laterne rumgelaufen ist. Und Xan 1000 Cuts nods attentively. That's incredible, but does anybody know what a witch does? Anscheinend nicht. Und Hallihallo Sonix, einen wunderschönen guten Morgen. Also ich habe schon einmal neu starten müssen an Tag 18, weil ich Depp eine 3-Totenkopf-Mission angenommen habe und die Karawane von 6 Orc Warriors und 4 Orc Berserkern überfallen wurde. Herzlichen Glückwunsch. 3 Versuchen war mein bester, 11 von 12 Leuten zu verlieren. Sonix, willst du unser zukünftiger Sniper werden? Sehr gut, da haben wir jetzt noch jemanden. Finde ich gut, dass du dich da freiwillig meldest. Dann haben wir keinen Sonix mehr, dann haben wir, da kann man Olaf mehr, sondern haben wir jetzt hier einen Sonix. Sonix, der ehemalige Hunter. Ein bisschen mehr aus wie ein Hexenjäger inzwischen. Aber das passt ja zur aktuellen Mission. So. Und wir warten nämlich gerade darauf, dass hier irgendwie die Witch ankommt. Ah, da. Eine einzelne Frau kommt über dem Weg, approaches between a gap of tree und kommt, okay. Ja, wir haben die Hexe gefunden. Kommt aus einer Lücke zwischen Bäumen. She saunters with her thighs slipping in and out of a silk dress. She saunters, weiß ich nicht, was es bedeutet. Ich vermute mal, sie läuft so ein bisschen lassiv. Und ihre Schenkel zeigen sich immer wieder, aber aus so Einschnitten in einem Seidenkleid. Ihre Haut ist makellos und ihre emeraldgrünen Augen schauen dich zwischen Haaren von roten Locken an. Aha. So viel Gold, das flöten geht. Ich suche seit 8 Tagen ein Greenskin-Camp, was im Osten von der Stadt sein soll, und ich finde das Scheißding nicht.
will die Quest aber auch nicht abbrechen, so viel Gold es flöten geht. Schlendert, ja, habe ich fast vermutet. Ja, also sie ist extrem lasziv und aufreizend, das haben wir noch nie gesehen. Wir wissen sofort, dass die Frau eine Hexe ist, weil so solche Perfektionen kann es in der Welt sonst nicht geben. Weil das wirkt, als würde man mit Make-up ins Grab gehen. Also mit Schminke ins Grab gehen. Was sie wohl auch getan hat. Wir ziehen unser Schwert und sagen direkt ins Gesicht, dass wir sie umbringen werden. In dem Moment verwandelt sich die Haut der Hexe in ihre wahre, grauslige Geist. Ghastly ist, glaube ich, sowas wie eine verrottete Form halt. Also irgendwas, was halt irgendwie mit dem Tod zu tun hat. Das sieht man, glaube ich, hier links ganz gut. Und sie fängt an zu lachen. Und sagt daraufhin, für einen Moment hatte ich euch. But the cock slackens, but der Schwanz lässt nach. Und der Stolz kommt zurück. Der Schwanz wird weicher und der Stolz kommt zurück. Du hast so einen leckeren Duft, Söldner. Ich werde dafür sorgen, dass sie dich nur für mich aufheben. Was, wieso sterben dir die guten Leute weg? Ich lebe doch noch in der dritten Ausführung. Ja, vielleicht genau das ist das Problem, dass du schon in der dritten Ausführung existierst. Xeli auch in der zweiten und ich glaube Zwubel? Nee, Zwubel auch in der zweiten, glaube ich. Also hier sind schon einige Leute verreckt. So, jedenfalls. Oh, sie bringt Spinnen mit und eine Hexe. Das ist, die Webknechte sind eklig, weil die halten uns hart auf, während die Hexe Leute verzaubert. Ugh. Und die haben, glaube ich, auch noch einen Buff. Da muss ich gleich mal gucken, was. Oder ich glaube, ich kann nicht sehen, was der bedeutet, ne? Ich sehe nur, dass sie einen Buff hat. Die sind wahrscheinlich auch gecharmt von der Hexe. Das heißt, sie haben wahrscheinlich einen höheren Willen. Hier, genau, Charmed. Das ist das, was die Hexe auch mit uns machen kann. Und wir uns auch lachen gerade. 35? Achso, den müssen wir beschützen. Ich spiele auch ohne DLCs. Wieso spielst du denn ohne DLCs? Die sind voll gut, die DLCs. Okay. Auf den geht's hier nicht in den Ofen. Alles klar. Okay. Die treffen wir schon mal ganz gut. Dich müssen wir irgendwie verteidigen und zu der wollen wir. Ja, und die hat jetzt den schon gecharmt. Das ist genau das Problem. Jetzt können wir hier nämlich nicht mehr weglaufen, weil Xeli, den wollen wir eigentlich ja nicht kaputt machen. Wollen das Spiel erstmal so ausprobieren und 10 Euro sind weniger als 40. Stimmt. Jetzt würde ich ihn ganz gerne stunnen einfach, aber Sono steht ja nicht daneben, ne? Sono steht hier unten. Den jetzt zu stunnen wäre super gut, weil der könnte uns nicht attacken. Du wartest erstmal kurz. So. Erstmal den machen. Weiß nicht genau, wie viel Verteidigung hat ein Zwubel. Gar nicht so viel. So, dann müsst ihr beiden jetzt Xeli aufhalten. Und der Rest muss die Hexe und die Webknechts bekämpfen, würde ich sagen. Wäre so meine Idee. So, Rotfeder, Spearwall. Müssen mal gucken, wie wir hier vorwärts gehen. Wir müssen an denen eigentlich vorbei, aber die werden natürlich, wenn wir hier rumlaufen, alle auf uns gehen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr schön, haben wir den auch mal gepiekst. Ich
Ich will eigentlich hier rausgehen, weil du sollst theoretisch zu dem gehen. Gehen wir dann dahin und machen den schon mal platt. Yes, sehr gut. Das hilft schon mal einiges weiter. Wir dürfen nicht werfen, weil jemand anders dran steht. Ich würde dich einfach wegschieben wollen. Dann kannst du irgendwie... Musst du halt hier rumlaufen. Das verbraucht deinen Zug, ohne dass du viel angreifen kannst, denke ich. Wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. So, Xan geht mal hier runter. Trifft natürlich trotzdem, weil er einen Speer hat. Okay, dann... Schade, ist dann nicht geklappt. Die beschützen die scheiß Hexe, ne? Hast du gar keine Punkte mehr. Hast auch keine Punkte mehr. Und du auch nicht. Ja, jetzt könnte ich dich angreifen, das will ich nicht. Ich warte mal noch eine Runde. So, und hier laufen wir nochmal rum. Oh, und da unten sind noch sogar Eier. Scheiße. Das ist schlecht. Ja, die halten uns halt alle auf. Okay, und ihr wollt rumgehen. Nicht so geil. Also das ist das Problem. Die spinnen uns halt ein und halten uns damit einfach nur auf. Die kann mehr als einen Charm? Oh, scheiße. Mein letzter Kampf mit einer Hexe war, sie charmt die ganze Zeit nur ein. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein größeres Problem, als ich das gerne gehabt hätte. Ich kann die Hexe nicht beschießen. Boah, scheiße. Das ist schlecht. Die stirbt leider nicht. Kann ich bis da... Nein, bis dahin kann ich nicht gehen und noch two-peaksen. Dann muss ich das so versuchen. Tja. Der kann die beschießen. 54%. Dass der jetzt Sonics ist direkt mal im Nahkampf als Fernkämpfer. Der ist schlecht. Na, Felix kriegt dich nicht befreit. Auch schlecht. Und Xan hat leider erst beim zweiten Versuch getroffen. So. Und wir wollen dich befreien. Scheiße. Das alles schlecht. Kommen wir zu dir? Wir kommen an dich ran. Dann können wir dich doch dann pieksen. Okay, er hat sich wieder entcharmt. Dann gehen wir jetzt hier und versuchen den zu stunnen. Yes, damit ist der auf jeden Fall auch eine Runde weniger, wo er es machen kann. Wenn die Hexe über den Schwanz spricht, können die Eier nicht weit sein. Ja, anscheinend. So. Oh. Die sind zuerst dran. Das ist frech. Aua. Okay. Vielleicht will ich den gar nicht so weit wegholen. Am Ende rennt er noch irgendwie ein Eier rein. Das wäre ganz schön schlecht. Ja, du willst theoretisch 41, 26. Wenn du dich schon wehrst, dann werde ich gegen den. Ach, wieder nicht befreit, ey. 54% für Befreiung, ne? Ach, du Scheiße. Und einer ist gedoomt. So, 69. Befrei. Yes, 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 yes. Hätten wir vielleicht lieber befreien sollen. Ha. Xan kann ja nicht weit laufen, ey. Hat er irgendeine Verletzung, dass er nicht gut laufen kann? Nee, hat er nicht. Also ich komme halt nicht an die Hexe ran so richtig. Der ist zum Glück eingespannt, der muss jetzt mal befreien. Der ist eigentlich gar nicht so schlimm. Der kann halt nur nicht angreifen, das ist das einzig Doofe. Ich würde einfach mal da rangehen mit Xan. Der ist wieder entcharmt, sehr gut.
gehen wir doch mal lieber hier ran und befreien unseren Mate. Xeli. Den Webknecht nicht getroffen. Das ist nicht so gut. 53, 63. Ich würde aber eigentlich gerne durch. Okay, haben wir den schon mal gemacht. Hier will ich nicht ransteppen eigentlich. Das ist ein bisschen das Problem. Mit dem Felix die Spinne hier unten, damit die nicht weiter rankommt. Okay, dann muss ich ja befreien und laufen und dann passiert halt nicht mehr viel. Deswegen ist es eigentlich auch ganz okay, denke ich. Da kann mein Fernkämpfer wieder angreifen. Aua, vergiftet. Schlecht. Kannst eigentlich da stehen bleiben erstmal. Du befreist den mal und du holst deine Armbrust wieder raus, auch wenn du nicht mehr nachladen kannst. Wir können noch laufen, ne? Und attacken. Schade. Es war Versuch wert. Das hat funktioniert, den einfach im Nahkampf Platz zu machen. Sehr gut. Trotz, dass Ben ja super viele Minus Range Skill und Minus Fatigue hat. Oh nein. Nein, der ist ja charmed. No, fuck. Das wäre eine richtig dumme Idee. Kann ich dich wegstoßen? Yes. Und weiter ran. So. Ihr beiden müsst die Hexe angehen. That's your fucking job. Ich schieb euch immer einfach weg. Würde ich sagen. Warum Zwubel keine Spearwall gehen kann, weil er gar nicht genug Fatigue hatte wahrscheinlich. Ja, okay. 60%. Rein. Rein. Dann ist schon die Runde vorbei. So. Schade. Aua. Der ist entcharmed. Ich mach erstmal die Spinne weg, ohne uns zu befreien in dem Fall. So, der Webknecht soll nicht mehr allzu viel tun. Er ist dead. Wir haben uns befreit. Sehr schön. Die werden weniger mit der Zeit. Aua. Nochmal vergiftet. Das ist jetzt eklig. Bleib's mal da. 51, er rollt eine 58. Ach, Mann, oh. Er ist gestunt. Charm's noch hin. Der hat nicht funktioniert, der Charm. Nice. Der Charm hat nicht funktioniert. Er ist jetzt übrigens gedoomt. Das heißt, wenn sie Damage kriegt, kriegt er den Damage auch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Damit. Müssen wir aber trotzdem machen. Aua, er kriegt direkt viel, viel mehr Damage. Das ist schlecht, ich kann nicht nochmal attacken, ohne dass der stirbt. Das ist richtig schlecht, das sind immer mindestens 6 AP. Ja, stimmt. Ja, 2 AP pro Feld. Ja, weiterlaufen wäre trotzdem cooler. So, dann gehen wir mal hier ran, dass wir das gemeinsam ein bisschen angehen. Dann hier Felix und Ricky jetzt ein Dream Team. Dann gehen wir hier ran und hauen das Ding, würde ich sagen. Xan? Steht es dran? Xan meine ich natürlich. So, gehauen. Oh, die Spinne auch dead. Das ist der hier oben halt super gefährlich, ne? Der könnte den Yushka einfach jetzt one-hitten. Weil einmal ist er noch dran. Einmal ist er noch dran. Kann ich den noch aus der Range holen? Jetzt habe ich ihn getaggt mit jemandem, der noch relativ viel Rüstung hat. Und den muss ich auf jeden Fall einen Schritt zurücknehmen. Ja.
So, du hast das Ding gekillt. Sehr schön. Sono hat das gemacht. Das ist alles Range. Dann gehe ich hier runter. Und mach den. Danjushka soll überleben. Ja. Wir gehen hier hin. Es ist Hex. This character has been cursed to feel the same pain and receive the same wounds as another character. Be careful, as it could kill him. The effect persists another one turn. Another one turn? Oh, scheiße. Ich kann sie jetzt nicht killen. Sonst kill ich meinen Hero. Das ist doch scheiße. Er ist immer noch gehext. Okay, er ist nicht mehr gehext. Es ist keiner mehr gehext. Das sehen wir, wie sie wirklich aussieht, auch wenn meine Balken davor sind. Ja, aber ich kann jetzt nicht angreifen. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Das Ding. Okay. Nice, nice, nice. Komm. Rache. Für den Hex. Dachte ich so. Rache und so. Rein da. Hier geblieben, blöde Tante. Du darfst nichts machen, weil du hast keine Ausdauer mehr und Xan Thousand Cuts steht dir gegenüber und will dich hauen. Wir gehen mal hier nach unten. Ach Gott, ja fuck, ja. Wir sind reingesteppt, ich voll Idiot. So, aber hier können wir doch nochmal attacken. Jawoll, da ist die Hexe down. Sehr schön. Das gefährlichste Gegner ist down und bis jetzt sieht es echt gut aus. Sehr, sehr schön. Ist klar, gegen eine Spinnenkönigin bin ich halt machtlos. Ja, die Olle war auch schon geil. Ja, du wurdest auch gecharmt. Aber, ja. Ich glaube, da hilft es, hohen Resolve dagegen zu haben. Also man kann das, glaube ich. Kann das, glaube ich, überleben ganz gut. Peaks, Motherfucker. An Jorn rantreten hilft nichts gegen den Piekser von unserer Standarte. So, sind noch die drei Spinnchen. Ja. Nee, wir schießen nicht. Bloß nicht. Bloß nicht. Alles nur nicht schießen. Wie weit darf ich laufen, solange ich noch schießen darf? Ne, da komme ich nicht mehr ran. Da komme ich nicht mehr ran. Ja, es ist eigentlich wurscht, weil ich werde die Spinnen eh nicht kriegen, denke ich. Yes, it's over. So, ein Ork 2, das ist schon was Tolles. Ja, wenn du die Erschöpfung hast dafür, ja. Okay, Felix ist Level up. Wir kriegen Echsenhaar. Eine Jadebrosche. Ein bisschen, ja, das da gab es einiges. Und noch Kohle oben drauf. 80 bis 120 Damage und 125%. Nice. So. Nice one. Haben wir auf jeden Fall richtig die Kohle gemacht. Das ist ein super guter Start. Hexenhaar. Can be used to craft stuff. 14. Ja, wollen wir eigentlich nicht verkaufen, obwohl wir hier so viele Fäden haben von Shit. Das sieht nicht so geil aus. Das ist alles unter Wert hier. Nee, 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 nee. Tools and Supplies haben wir genug. Medizin haben wir genug. Wollen wir noch irgendwas reparieren? Das haben alles sogar repariert. Nice. Na gut. Achso, dann gehen wir mal nochmal hier das Level abmachen für Felix. Plus 2 ist echt scheiße. Den 4er Resolve nehme ich gerne mit. 3 HP. Aber wir brauchen über 60, müssen wir eigentlich schon haben, auch für Schwerter. Ja, let's go. Perks. Ja, er wird wohl auch ein Schwertmeister werden, denke ich mal. Ne, nicht Decker Mastery. Und Schwertmastery. Repost no longer has a penalty to hit chance. Ah, da kann man ziemlich oft Gash. Gash ist, glaube ich, von einem Zweihandschwert der Skill. Weil den haben wir nicht. Wir haben Slash und Repost. Repost kriegt einen Bonus und Gash kriegt einen Bonus. Split and Swing no longer have a penalty to hit chance and gain 5% chance to hit. Die Monster Drops bekommst du doch nirgendwo für ihren Würfel. Das ist richtig.
Aber ich habe ja nicht nur Monster Drops bekommen, also ich habe doch die hier, Moment. Das sind ja Handelsgüter. Jadebrosche und die Web Valuables zählen als Handelsgüter. Die kriegst du für den Wert los, der angezeigt wird. Oder drüber sogar, je nachdem. Nur die Sachen hier zum Craften, die Crafting-Materialien kriegst du nicht für den Wert los. Das ist richtig. Aber die Handelsgüter, die droppen schon. Ups. Also ich habe ja jetzt schon irgendwie 380 und ich habe einen schlechten Handelswert gerade. So, ja, Schwert-Mastery, I guess, weil wir brauchen die 10% Hitchance extra bei ihm, würde ich sagen. Deswegen Schwert-Mastery, da können wir mit ihm reposten. Die starten bei 115% plus minus Handelswert im Ort. Die Valuables. Ja. Und der Handelswert ist halt hier gerade scheiße, sag ich ja. Die haben halt immer noch eine Dürre, deswegen. Wobei, das ist Food. Ja, die. Okay. Dann mag mich die Stadt einfach nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir sind übrigens an dem Punkt, wo wir heute als Ziel haben, eigentlich entweder richtig fette Waffen, also die Stufe 3 Ausrüstung zu holen. Halt zum Beispiel das hier. Oh, aber und wir dürfen uns nicht vergessen, ich habe gesagt, ich will eigentlich die 2000 Kronen als Puffer nicht unterschreiten. Sprich, ich will hier nicht auf 500 fallen, wenn ich das hier kaufe. Da stehe ich nicht so drauf. Ich könnte ein paar Helme verkaufen, das ist das Einzige. Den 100er Helm zum Beispiel. Weil der genau das gleiche ist wie 105er Helme, die ich hier habe. Ja, verkaufen den 100er Helm. Und wir haben noch ein paar viele. Ja, verkaufe den auch noch so. Aber trotzdem, da kommen wir nicht auf einen Wert, dass ich das Stance-Wert kaufen will. Marktplatz verkauft, glaube ich, auch nichts Wichtiges. Nee. Essen haben wir noch für 5 Tage, das reicht auch. Ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich kam von Osten, ne, mit einer Karawane zuletzt. Ich habe ein bisschen gekotzt, dass die Option, das Inventar zu erweitern, sobald man 10.000 Kronen hat, 7.500 gekostet hat. Okay, ich hatte noch nie 10.000 Kronen, aber ich hole mir mal kurz was zu trinken. Das habe ich nämlich noch gar nicht geholt heute. Bin gleich wieder da. Ja, die 100 Inventarplätze, die ich Basis habe, die habe ich noch nie gebraucht. Und vor allem, du kannst die Inventarplätze ja eigentlich auch hier über das erhöhen. Für 5000, indem du einen Edel kaufst. Kannst du das ja auch machen. Genau. Aber Xan, nochmal kurz zu den DLCs. Ich hoffe, die Free-DLCs hast du mitgenommen. Weil es gibt, glaube ich, 2 kostenlose DLCs. Ah, ist DLC-Inhalt, okay. Also, ich finde schon krass, wie viel die DLCs mitbringen, weil ich glaube, du hast nur so ungefähr hier die Mitte, ne, an Karte. Und hier oben den Bereich der Karte hast du nicht und hier unten den Bereich der Karte hast du nicht. Also die DLCs, wenn du das Spiel weiterspielst, lohnt sich schon sehr von der Größe der Karte einfach. Aber ich glaube, du musst ein neues Playthrough starten, wenn du DLCs kaufst. Da ich mich meine zu erinnern, dass wir von hier im Osten eine Karawane nach Himmelsdorf gemacht haben, würde ich mal sagen, wir gehen mal hier nach Grafenhafen als nächstes. Ja, nicht das Problem. Ja, ich sag ja nur, also ich fand die DLCs schon krass. Ich fand die DLCs schon krass, was die erweitern. So, genau. Ach so, und wir haben eine Ruine, die wir plündern sollen als Ambition. Was haben wir denn hier? Ein Söldner direkt. Der hat ziemlich gute Grundwerte. Der hat einen guten Skill. Der hat schon mal ein bisschen Defense. Hier, 300 zum Tryouten. Boah. Und der ist schon Level... Ah, der braucht aber 38... Alter! Der Tageslohn! Ich bezahle gerade 223 für 12 Leute. Und er will einfach 38 alleine. Und wir haben doch einen Raider. Ein Raider ist ja ähnlich, nur ein Ticken schlechter, glaube ich, ne? Wie das aussieht. Der hat dafür ein bisschen mehr minimal Fatigue, wenn er minimal rollt. Hosenpaula, hallihallo. Die alle hat, will man nicht mehr missen und kann eigentlich nicht mehr ohne. Ja. Ich sag 162 für 12 Leute. Ja, du bist ja noch ein paar Tage vorher. Wunderschönen guten Tag, Hosenpaula. Ich habe das Spiel damals zu Release ausprobiert, ohne DLCs.
Und ich sag mal so, ich hatte keine positive Meinung zu dem Spiel am Ende. Mal kurz gucken. Ja, okay, passt noch. Deswegen, jetzt mit den DLCs und mehr Optionen und so, finde ich das schon alles ein bisschen cooler. Und wie gesagt, Free DLCs, also Xan, ne, es gibt, glaube ich, 2 Free DLCs fürs Spiel. Grave Digger. Will ich den jetzt für 298? Den will ich kann ich eh nicht kaufen vom Geld her. Aber den könnte ich mir überlegen, wenn er richtig insane ist. Dann müsste man einen anderen dafür irgendwie wegkicken, tatsächlich. Insane ist er nicht. Aber wäre schon ganz okay. Was hat er hier noch? Plus 5 Resolve. Better bring extra provisions. Boah, nee. Also, die Resolve ist ganz geil, weil dann ist er quasi auf seinem Max-Roll-Resolve direkt. Aber der will irgendwie noch extra essen. Und der futtert wohl irgendwie mehr als sonst. Und dann hat er halt, okay, er hat einen Defense-Rolls, aber das ist halt plus 1 ungefähr pro Level, also plus 11 insgesamt. So ein Stern, glaube ich, das macht nicht so viel aus. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Fatigue hat er halt auch nur einen Stern. Also dafür, dass es so teuer ist, ist es, glaube ich, nicht wert. Da kann ich mit meinen Leuten weitermachen. Ich habe auch alles aus Militas, Farmhands und Poachern aufgefüllt. Ja, ist ja auch am Anfang ganz gut. So, hier erstmal kurz ausgehen, damit nur meine Leute gute Laune haben. Habt ihr irgendwas zu kaufen? Das ist teuer wahrscheinlich, weil hier... Oh, oder auch nicht. Will heal in 1 to 2 days. Dann brauchen wir das, glaube ich, nicht ausgeben. Hier ist Zeit, macht vor allem nur Fatigue. Was haben wir denn hier für Aufgaben? Think an adequate compensation for the service would be 730. Aha. Follow the tracks near Grafenhafen. Das 730 ist aktuell eigentlich schon ziemlich niedrig für uns. Das ist eine Karawanenmission. To Tangwa 4 Tage nach Norden für 1500. Und was ist hier? Was übergeben? Für 130. Himmelsdorf. Das werde ich nicht tun. Das lohnt sich nicht. Wegen die Kleine ich mal. Ja, meinen Leuten geht's doch eigentlich. Moment. Geht's meinen Leuten gut? Oh, Zul hat ja auch ein Level up. Alter. Erstmal das nehmen. Den nehmen wir auf jeden Fall. Er hat 30 Resolve Zul, ist echt niedrig. Wir werden aber die Hit Chance brauchen. Warum habe ich den Zwubel mitgenommen, ey? Zwubel ist eine absolute Katastrophe. Der hat 30 Resolve, das weiß ich inzwischen, dass das viel zu niedrig ist. Der ist mit dem Stern. Weil wir müssten es eigentlich permanent leveln, was wir nicht können, weil wir die HP haben wollen. Und wir brauchen die Hitchance, weil die auch super niedrig ist. Puh. Ja. Tja. Zubel ist halt so eine Sache, das stimmt, ja, ne? Das Einzige, was er hat, ist halt HP. War er aber schon immer, wow. So. Ja, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Recover nehme. War doch, wahrscheinlich schon, damit er mehr mit seinem Speer pieksen kann. Wobei Spearwallen, am Anfang zu Spearwallen, wenn sie ranlaufen, wenn das gebrochen ist, ist es eh vorbei. Also da brauche ich, glaube ich, gar nicht so einen Recover, wenn der auf dem Speer bleibt. Was er werden muss mit dem Melee-Skill, wird er lange auf dem Speer bleiben müssen. Dann würde ich wahrscheinlich sogar Steelbro nehmen, damit er weniger Damage auf den Kopf kriegt. Den 30 Resolve-Typ, 25 meinst du hier mit Fortified Mind. Ja, ich glaube aktuell ist es noch okay, ich meine nur später ist es schwierig. Speere sind hammergeil, weil sie so gut hitten. Haben aber halt den großen Nachteil, dass sie halt wenig Damage machen, ne? Also, vergleichsweise wenig Damage. Ein Schwert macht viel, viel mehr Schaden, gerade an Rüstungen. Also, gegen Rüstung sind sie unglaublich ineffektiv. Welcome to the Hamlet. Dankeschön für den Follow. Posenpol, direkt mal für dich. Ich veröffentliche das hier Let's Play auch auf YouTube. Da sind jetzt, glaube ich, 6 Folgen raus. Morgen. Nee, 5. Morgen kommt die 6. Genau, also, falls du irgendwie mal nachgucken willst, wie ich hier angefangen habe und so, ich gebe es auch auf YouTube.
So, ich nehme jetzt Steel Bro. Erstmal, damit er weniger Damage kriegt, damit er vielleicht, also damit er überlebt, was vielleicht mir jetzt selbst ein Bein stellt, wenn ich ihn vielleicht doch mal irgendwann loswerden will, aber naja. Hallo. Hallo YouTube-Zuschauer, dankeschön. Krass. Ja, herzlich willkommen. Das hätte ich nicht gedacht, dass mal jemand mich über YouTube entdeckt. So, das ist eigentlich ein Auftrag, der gut gehen sollte. Und wir hatten, glaube ich, das nicht das Problem, dass hier jemand gerade angeschlagen... Doch, du bist hart angeschlagen. Okay, der Anjushka müsste mal aufpassen. Und Ben. Ja, Ben hat halt den Hit gegen die Hexe abgekriegt. Der Anjushka müsste hinten stehen und dann würde der halt mit rumwerfen, das Zeug. So, oder... Der ist ja auch ganz gut im Werfen mit 59. Ja, es gibt Leute, die Ben auf YouTube schauen, das ist richtig. Das sind halt die... Und okay, unsere Rüstung ist auch nicht so geil. Aber wir müssen sie ja noch suchen. Ach komm, kriegen wir schon hin. 700 irgendwas klingt eigentlich nicht so schlimm. 700 irgendwas klingt eigentlich nicht so schlimm. 8 Thieves. Sind Raider. Die haben also ein bisschen Rüstung. Wir wollen sie eigentlich nicht bei Nacht angreifen. Und wir kriegen sie jetzt bei Nacht. Wir sind nicht bei Nacht angreifen. Ich will sie nicht... Oh scheiße, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt die andere, die auch noch angelaufen, Alter. So, jetzt will ich sie haben. Gebt mir die Thieves. Just expected, but they are handing the idol fatality to a man in dark red clothes. Okay, da ist noch ein Necromancer dabei. Necromancer ist immer ein bisschen bitter. Necromancer ist immer sehr, sehr... Oh. Und sie haben den High Ground. Ugh. Tja. Necromancer und High Ground ist irgendwie eklig, ehrlich gesagt. Ich würde ja direkt... Würde ich jetzt für mich spielen, würde ich sagen, ich würde es nicht so schwer machen, ich lade neu, weil ich will den Highground haben, aber... Ja. Weil ich kann hier nicht vorsteppen, dann kommt die nämlich ran. Deswegen warten wir erstmal kurz mit meinen... Ja, da kommen nämlich noch mehr, genau. Ja, toll. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Ich muss... Da muss ich irgendwie nach Süden... ausweichen. Um hier unten den Highground zu nehmen und dann irgendwie rumzulaufen zu dem Scheiß. Also, wenn der Necromancer tot ist, ist das alles nicht so ein Problem. Oh, die haben eine 2-Range-Waffe. Aber den Necromancer zu töten, ist das Problem. Wer bist du eigentlich? Zwubel. Zwubel, Zwubel, Zwubel. Und ich gefunden heute Morgen hier beim Kaffeekarte... Guri Battleblood gesucht. Aha, ein deutscher Streamer. Und siehe da, den kennt man ja. Bin natürlich jetzt ein wenig rausgerissen, da ich auf YouTube noch nicht alles... ja, klar, klar. Ist ja noch gar nicht alles online. Ich glaube, dieses komplette letzte Wochenende... Also, ich bin Wochenendstreamer. Ich bin immer so Samstag und Sonntagmorgen so für 3 bis 4 Stunden da. Heute nur für 3, also normalerweise 4. Deswegen habe ich noch ungefähr 8 Stunden, die noch gar nicht irgendwie ansatzweise auf YouTube hochgeladen sind. Also, die fehlen komplett. Deswegen... Da gibt es noch einiges. Gibt's noch einiges. Ich würde mit Zwubel mal hier zurückgehen, damit er hier einen Highground hat, wenn die hier irgendwie auf ihn drauflaufen und versuchen sozusagen 2 Einheiten zu bilden. Eine hier oben drauf und eine hier hinten drauf zum Verteidigung. Und die Einheit muss dann irgendwann sich hier hinten rumkämpfen. Ist so mein Plan jetzt. Wenn ich hier hochkomme rechtzeitig, das ist so ein bisschen die Frage. Wait. Ha. Ach, ich komme bis dahin. Also, BB Let's Plays, also Better Ben Let's Plays, genau. Wurde gezielt nach Better Ben Let's Plays gesucht. Tja, jetzt habe ich die Wahl, gehe ich hier vorne drauf. Magst du Streams in den WEs morgens? Gibt's recht wenige. Ja. Ich hatte schon mal eine Zeit, da habe ich das sogar in der Woche gemacht. Da bin ich in der Woche um 4 aufgestanden. Weil ich von 5 bis 7 jeden Tag gestreamt habe. Aber das schaffe ich nicht mehr. Ich habe jetzt eine Freundin, da die will auch Zeit mit mir verbringen. So, Ricky, Ricky, Ricky. Ricky, die stellen wir hier hin, weil da gibt es nur einen, der auch Highground hat. Ähm.
Stellen wir mal hier hoch, damit du dann irgendwann vielleicht hier oben, von hier oben, oder ich glaube, du kannst nicht runterpieksen, ne, wenn es über 2 Höhen ist. 5 bis 7 bin ich am zur Arbeit fahren und arbeiten. Ja, das war aber so die Idee. Viele Leute stehen ja eigentlich so irgendwie zwischen 5 und 7 auf, damit ich sozusagen Frühstücksfernsehen mache. Das war Forza Horizon 4, habe ich dann einen Monat lang gemacht. Ich habe es einen Monat durchgehalten. Nicht nur so ein bisschen. So, wir stellen dich mal. Ja, du hast noch einen Speer. Helix. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich genug dahin stelle. Benjuschka? Du stellst dich mal hier hin mit. Typische Studenten mit ihren vielen Zeit. Jetzt bist du halt auch erwachsen geworden. Moment. Ich bin um 4 aufgestanden. Ich brauche ungefähr eine Stunde mit Frühstücken und Duschen und so, bis ich fertig bin. Habe ich um 5 angefangen zu streamen. Habe bis um 7 gestreamt. Bin dann ins Fitnessstudio gefahren. Habe eine Stunde im Fitnessstudio mich abgearbeitet. Und bin dann arbeiten gegangen bis mittags und habe nachmittags gelernt. Okay, ich habe ehrlicherweise nicht so viel gelernt, aber mein Tag war relativ lang und voll. Es ist nicht so, dass ich da nichts getan hätte. So. Kommt leider Xan nicht mehr hoch. Du sollst mal hier hingehen. Also da gab's schon gute Zeiten. Ja, auch Sono kann es einfach hier das übernehmen tatsächlich. Das wäre vielleicht sogar noch besser, weil der kann es dann. Du gehst mal hier hin mit unterstützen. Lernen, wozu ist man denn Student, wenn man die Zeit damit verbringt, genau. Die Woche bin ich auch eher der Typ, aufstehen, duschen, ab zur Arbeit. Da schaue ich nicht mehr auf YouTube oder Twitch vorbei. Nee, aber du siehst ja, ich bin noch ein ziemlich kleiner Kanal. Und mach das schon eine Weile, deswegen. Ich habe einfach versucht, so ein bisschen meine Nische zu finden. Und das war halt eine der Varianten, das zu versuchen. Einfach. Einfach klingt so einfach. Es ist gar nicht einfach, aber ja. So, du stellst dich auch mit hier hin. Sacred. Ihr macht das dicht. Du gehst nochmal mit hier rum, Felix. Genau, jetzt sind meine Nische Dota-Leute, die kein Dota schauen, aber meine Freundin Dota spielt. Aber die haben wenig Schilde zumindest, das ist schon mal ganz gut, weil Schilde ist noch ein bisschen unser Schwachpunkt. Wir haben nämlich kaum eine Taktik gegen Schilde aktuell. Okay, anscheinend geht nur der hier oben mit drauf. Gehen wir hier rüber. 57, 60. Wir warten mal einen Moment mit dem. So, du machst das. Spearwall. Jetzt gehen wir mal hier hoch mit Ricky. 68. Bam. Erstmal ins Gesicht hauen. Du Spearwallst auch. Flails. Ignoriere Defensivboni durch Schilde. Nur ein Vorteil von denen. Ja. Oder halt Äxte. Außerdem Flails können ja auch den Körper treffen, ja? Das ist nicht ganz der heilige Gral, für den du den hier so verkaufst. Glaube ich, stimme ich mal hier hin. Und piek's den. Oh! Yes! John! Bist einfach ein guter Typ. Hat eine 2 gerollt. Mit der 2. Ja, ich weiß. Ich weiß. Brauchst ordentlich Fatigue für die. So, du wartest nochmal ab. Ja. Mit euch muss ich halt hier langsam weiter hochrennen. Oh, wir können werfen. 60% Chance. Wir warten nochmal ab, ob noch jemand anders näher rankommt. So, du musst auch hier ein bisschen hochlaufen. Stun oder hauen? Dann. Jawohl. Dann können wir nochmal hauen. Oh, damit. Ich finde Flays auch gut. Exe, naja, ich bin mittlerweile auf der Taktik, Schilde nicht mehr kaputt zu machen, da der Gegner dann auch viel weniger zuhaut.
Achso, ja klar, weil sie ihre Shield War und sowas machen, ne? Deswegen weniger Zuhaut. 73, 78. Ich kann mit da oben reinhalten. Aber ich glaube, ich muss mich hier unten verteidigen. 66. 73. Aha. Ich glaube, hier muss ich einen Schritt reinmachen. Oh ne, habe ich nicht mehr. Weil ich einen Schritt rausgemacht habe, ne? Ha. Ich habe das Gefühl, ich mache hier oben ein bisschen zu viele Leute hin. Wenn ich dahin gehe, kann ich aber getaggt werden. Nur Long Axes, die dann zwei Reichweite haben. Ich habe das Gefühl, ich habe hier zu viele Leute. Sind wir ehrlich? Ich habe das Gefühl, ich habe hier zu viele Leute. Wurf! Und Wurf! Oh, der Anjuschka, Speermeister hier. Okay, er läuft einfach irgendwie vorbei. Das ist weird. Okay, der hat irgendwie gleich keinen Bock mehr, habe ich so das Gefühl. Nur so ein grundlegendes Gefühl. Und ich werde auf jeden Fall hier runterlaufen müssen. Warte mal, bis die dran waren. 92. Sehr schön. Irgendwo hier oben muss der. Am Ende wirst du einfach nach ihm rennen, Rotfeder. Und wir fighten hier, um den zu pieksen. Weil Ricky hat hier den Pflege. Ich glaube, Ricky übernimmt dann doch mal. Uch. Nein, da. Ach. Solltest du hin. Die werden ja alle nochmal wiederkommen. Das ist so ein bisschen das grundlegendste Problem von allem. Der ist gestunt. 82. Das war nicht so ein geiler Hit. Bleib mal hier, Mann. Nicht einfach wegrennen. So, es hat Zwubel natürlich den ganzen Shit hier angefangen. Wir haben es auf jeden Fall von ihrem Highground runtergeholt. Das haben wir schon mal erreicht, ne? Aber das ist auch so ziemlich alles, was wir erreicht haben. Können natürlich mit hier reingehen. Mit Xan, um Ricky zu helfen. Xan trifft nämlich gegen Schwerter immer noch mit über 70%. Okay. So, da du nicht geblockt wirst, let's go. Oh, jetzt wirst du geblockt. Ach, scheiße. 48, 70. Wir hauen einfach zu. Hauen ihn kaputt. Und machen eine Shield War mit Sono, damit er das überlebt. Dürfen wir wieder werfen. Wir können mit dem nochmal hier einen Step ran machen. Geh mal aus dem Weg, damit er hier werfen kann. Dem jetzt so mutig nicht mehr weiterzuspielen. Ein Save von mir hat mein Fernkämpfer von Anfang. Was? 9 und. What? Da hast du aber hart reingelackt. Super, das trifft, die Sau. Der hat keinen Bock mehr. Ich will ihn eigentlich sogar fliehen lassen, tatsächlich. Hä? Achso, ja, der hat keine Ausdauer mehr. So, da ist der Dude, zu dem ich eigentlich hin will. Du hast auch keine Ausdauer mehr. Ich könnte mir halt überlegen, ob ich hier irgendwie anders laufe. Aber will ich, glaube ich, nicht. Dann kann ich hier noch einen Schritt vorgehen. Ja, hier sind halt alle auf dem Haufen, wa? So, alle auf dem Haufen ist eigentlich gar nicht so geil. Meiner Wahrnehmung gerade. 95. Du bist eigentlich das Gefährlichste von allen. Mit. Sehr schön. Sehr schön. So, wir müssen nachladen, wir müssen einen Schritt gehen und dann können wir immer noch schießen. 29, den wollen wir nicht treffen, dann wollen wir lieber den versuchen, wenn dann.
Oder wir gehen halt einfach generell noch einen Schritt weiter. Und versuchen, die ein bisschen zu flankieren, würde ich sagen. Mit Sonics. Au. Au. Als ob der das aus dem... The fuck? Bin ich denn dran? Ha? Also. Nee. Der ist dran. Gerade, hä? Was ist denn jetzt los? Wer ist denn dran? Ich sehe niemanden, der dran ist. Pieks, pieks. Oh, schade, fast. So. Ach, der ist wieder ein Auferstehen. Und bufft ein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. 48. Habe ich die Ausdauer noch? Aktuell habe ich sie noch. Für die Kopfhits zu gehen. Ein zweiter hat er nicht getroffen. Du bist das Gefährlichste hier in dem ganzen Scheiß. Weil, ja doch. Oh, ich mache halt kaum Damage mehr an dem. Ach, halt kaum noch Damage. Danke. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr zum Laufen. Scheiße. Dich will ich nicht. Die, die mal Shield wurde. Und wir pieksen dich dann. Weil du rennst ja eh. Wurf. Yes. Das ist einfach unser Backupper, würde ich mal sagen, mit dem Werfen. Der, falls der nochmal wieder aufsteht oder so, oder? Der läuft eh. Da brauchen wir nicht werfen. So, und hier habe ich keine Ausdauer mehr. Puff. Ja, müssen wir halt mal resten. Au. Au, jetzt blute ich auch noch. Scheiße. Okay, der rennt halt. Okay, das ist sogar das Beste, weil er kann nicht wiederbelebt werden, wenn er rennt. Ich will nicht noch einen Schritt ran machen. Ich will schon dahin gehen, damit ich außerhalb von der 2er Reichweite bin. Ich spiele nicht auf Beginner, ich spiele auf Veteran, soweit ich weiß, alles. Ich glaube, ich jetzt kann nicht nachgucken, oder? Nee, kann ich nicht nachgucken. Ich spiele, glaube ich, alles auf Veteran, alle Schwierigkeiten. So, doch kann ich, wenn ich Spiel laden gehen würde, aber das will ich jetzt nicht. Ja, weg komme ich hier nicht. So, da haben wir hier einen 95er. Den haben wir so schon rausgesniped, dann wird er wiederbelebt. Das ist scheiße. 30 kann ich meine Leute treffen. Dann nehme ich den 95er, denke ich. So, dann müssen wir nächste Runde nachladen. Können wir noch eins höher gehen? Ich glaube, wir kriegen noch mehr Bonus, wenn wir noch höher sind, oder? Au! Ah, Fliege, ne? Da hätte ich gerade keinen Shield War machen sollen. Da hätte ich keine Shield War machen sollen. Du bist fertig. Der hat den schon wieder belebt. Alter, ich glaube, es hackt. Ja, das will ich eigentlich gar nicht. Du kannst ruhig laufen eigentlich. Okay. Also er hat Overwhelm, stimmt. Xan hat Overwhelm inzwischen, dass der hier weniger trifft, wenn er ihn angreift. Nee. Ja, den da. Du bist gefährlich. Weil du mit dem komischen Speer auch gefährlich bist, du da. Es ist alles Kacke. Alles Kacke. Und der bietet sich sogar hier noch an, damit der nicht gehittet wird. Würde ich mal behaupten. Moment, eine 87er? Nee. Eine 11er Hitchhinter hat der gerade. Sehr schön. Gehen wir mal hier hin, damit der ein bisschen Bedrängnis ist und weniger unseren Sono die ganze Zeit stabbert.
Okay, nochmal umgeworfen. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, keine Speere mehr, genau. Jetzt muss dann Juschka auch mit in den Nahkampf gehen, ob er will oder nicht. Wenn er dran ist. Kriege ich den gestunt. Schade. Ich hab schon wieder. Was? Ich habe doch gerade. Mich gerade erholt. Mit Recover. Oh, Scheiße, ey. So, noch viel zu wenig Ausdauer. Halten wir das mal kurz fest. So, Rotfeder muss rennen. Der dauert halt zu lang eigentlich, der ganze Kampf. Oh, Scheiße. Sono stirbt. Das sieht stark nach dem Sono-Dead aus. Der hat so viele Blutungsstacks. Bin ich aggressiv genug, glaube ich, rumgelaufen. Ehrlich gesagt. Das ist schlecht. Hier kann ich nicht mehr attacken, wenn ich da hinlaufe. Kann nur ranlaufen. Kann ich jemanden neben mir verarzten? Nee. Kann ich nicht. Dass der so viel Blutung macht, ey. Holy shit, Mann. Scheiße, hätte ich doch den zuerst angreifen müssen. Ah, fuck you. Okay, der rennt. Der greift also nicht mehr an. Buff den nochmal. Zahn kann nicht. Zahn der Dritte. Kann nicht mehr angreifen, wenn er dahin gelaufen ist. Ja, wir müssen den aber mal wieder nah ranstellen, glaube ich. Ja, und du hältst jetzt unseren Mate auf da. Das ist schlecht. Das ist schlecht. 60, 60. Ganz schlechtes Ding hier. Du rennst ja eh. Kann aber nirgendwie rumlaufen. Kann null rumlaufen hier. Ja, Ausdauer und so. Ja, dann habe ich keine Ausdauer mehr, um hochzugehen. Das ist doch scheiße. Naja, und jetzt ist. Sonos Stunning ist dead. Scheiße. Scheiße. Da haben wir wieder einen super wichtigen Mann verloren, eigentlich. Also ich spiele nicht auf Beginner, wie man vielleicht sieht. Das ist richtig schlecht. Moment, das war nur 92. Warum steht denn jetzt hier Chance 64? Also, Moment, da unten. 92 rollt 100, Alter. Sacred! Du musst hin! Hit doch mal. Ja, du kannst ja nicht da stehen bleiben, würde ich sagen. Ach, Kacke. Das ärgert mich wieder. Das ärgert mich wieder. Das dauert halt ewig, also wir kommen halt immer und immer wieder. Sono hat sogar einen ziemlich hohen Skill. Deswegen war der auch Sono so stunning. Weiß nicht, ob ich wirklich. Ich muss mich, glaube ich, hier mitstellen, um die noch ein bisschen im Schach zu halten, wenn er die immer wieder belebt und sowas. Darf ich, glaube ich, nicht so weit weggehen. Was tot ist, ist halt tot. Der blutet ja auch schon. Keine Ausdauer mehr. Hier ist auch hin. Der läuft immer noch weg. Spannend.
So, jetzt können wir den zumindest hitten da drüben. Dumme Sau. Noch eine 100 gerollt. Autsch! Autsch! Noch eine 100 gerollt. Und jetzt eine 71. Nee. Ich hasse dich. Okay, der hat Overwhelm, damit hittet er weniger. Auch wenn er den bufft, Overwhelm heißt weniger hitten. Das ist sehr, sehr gut. Wir gehen mal hier an den ran, glaube ich. Und pieksen den mal ein bisschen. Wir haben keine Ausdauer mehr zum Weiterfighten. Hier müssen wir eins hochgehen. Der ist ge-overwhelmed, dann schieß lieber auf den. Okay, wir hätten ihn eventuell gar nicht angreifen lassen können. Vielleicht wäre gar nicht so dumm gewesen, glaube ich. Wir sollten ihn jetzt, glaube ich, gar nicht töten, weil er ist eh nicht mehr dran. Kann nicht wiederbelebt werden. Dann machen wir die nächste Runde weg. Oh, der hat ja unseren geilen Helm. Der hat ja unseren Mega-Helm. Ah, scheiße. Das ist sehr gut. Ja, Sonix, du hast gerade den Tod von Sono übersehen, der jetzt hier wieder da ist. Damit richtig gut ausgerüstet. Das ist doof. Weiß. Achso, jetzt ist auch wurscht. Kann ich auch einfach so schießen. 72, 92. Ja, das ging auf den Helm sogar. Mhm. Wie viel Defense habe ich? 7. Ja, ich glaube, ich sollte den nicht versuchen. Okay. Nice. So geht's. Der müsste auch lange keine Ausdauer mehr haben. Dieser Witchkampf ausgegangen, den haben wir gut gewonnen, den Witchkampf. Aber der Necromancer hier macht uns gerade hart zu schaffen, wirklich. Hat er jemanden gebufft? Ich sehe nicht, ob er jemanden gebufft hat, ehrlich gesagt. So. Jetzt müssen wir die ganzen Untoten halt wieder oben legen. Das ist alles nicht so optimal. Oh, der hat keine Ausdauer mehr. Der Armbrustschütze hat keine Ausdauer mehr zum Schießen. Ja, geil. Das kann ja nur gut sein. Zwubis. Nee, Zwubis ist nicht wiedergekommen. Ich wollte gerade sagen, Zwubis ist nicht wiedergekommen. So, dann muss ich halt meinen armen Sono jetzt hier selber niederdolchen. Oder pieksen. Okay, du hast keine Aktionspunkte mehr. Du musst jetzt erstmal platt machen, ja. Och, komm. Nicht noch eine 90er auf dem 70 plus. Oh, Manuel. So, der kann aber jetzt zumindest nicht mehr casten, sein Schild, wenn ich dran stehe. Okay. Vielleicht kriegen wir den Helm wenigstens wieder. Das sieht ganz gut aus, weil der Helm kaum beschädigt wurde. So, haben wir das schon mal? Jetzt haben wir nur den scheiß Necromancer. Oh Mann. Ja, wie gesagt, und der macht halt jetzt Nahkampfattacken. Weil er sich um sich selber kümmern muss. Ja, du kannst einfach dort stehen. Oh ne, da ist ja noch einer. Nein! Damit habe ich ihn nicht. Den habe ich nicht gesehen. Da war ich irgendwie blind. Xeli, no! So, jetzt kannst du das mal wegmachen. Ja, finally. Danke. Crypt of the Necrodancer. Das ist aber Necromancer. Und das ist nicht mal eine Crypt, das sind die Brigands of the Necromancer, wenn dann.
Dahin wollen wir. Zoom. Noch eine 90er. Also wie viele 90er wir hier rollen, ist unfassbar. Unfassbar. So, stehen dran. Ja, müssen halt die Leute jetzt wieder zusammenziehen. Du darfst nicht mehr angreifen, weil Ausdauer, dann kannst du eigentlich auch gleich bleiben. Du wirst auch nicht bis hinkommen. So, ja. Sono. Ich glaube, unser Level 7 Tank. Alter, das ist so bitter. Das ist so bitter und wir kriegen den Helm nicht mal wieder. Wir kriegen nur das fucking Schild wieder von ihm und den Morgenstern. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da haben wir so viel verloren. Und da wird das gesagt, oh, ist ja voll die einfache Mission mit 730. Kriegt mal easy hin, ja. Ja, nee. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Scheiße, ey. So, du bist Underdog. Kein Defense-Malus, wenn du umstellt wirst. Du bist ein Spearer. Du hast Resolve, okay. Du hast ganz gut HP. Ich hätte Initiative nehmen sollen. Losing is fun. Overwhelm ist wahrscheinlich ganz gut, damit ich weniger gehittet werde, meine Leute, ne? Underdog. Weil die Spearwall könnte auch den Underdog-Sachen gebrauchen. Der wird immer irgendwo stehen, wo viele um ihn rumgehen können, denke ich. Und dann muss er halt weiter fighten. Ja, dann nehme ich einen Underdog. Damit er da länger aushält. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall das reparieren. Die Dinger wollen wir reparieren. Die können nämlich ganz gut was wert sein. Das Schild geben wir mal jemanden. Hier zum Beispiel. Das wollen wir reparieren. Hier haben wir jetzt noch einen dickeren, mal so einen guten Speer. Brauchen wir jetzt glaube ich nicht, aber wir hatten ja Leute mit dem als schlechten. Können wir noch reparieren. Können wir wahrscheinlich auch noch reparieren. Hier haben wir auch nochmal ein besseres Schild einfach. Dass wirklich auch mehr Fatigue braucht, ne? Ja, 16 statt 10. Das ist schon nennenswert mehr, dafür, dass es im Melee gar nicht besser ist. Es hat wirklich nur ein Range-Schild. Ach, scheiße, ey. So, jetzt machen wir ein Level 8 Sacred. Da kriege ich hier nochmal auf jeden Fall Plus. Das Fatigue brauche halt wirklich nicht. Resolve kann er nochmal mehr kriegen. Und HP wahrscheinlich oder auch nicht. Vielleicht lieber Range-Defense, damit er weniger abgeworfen oder geschossen werden kann. Der Melee Defense ist halt das gegen die anderen zweier Ranged Waffen. Die sind halt zwei Ranged Melee Waffen. Da sehe ich ihn auch schon irgendwie. Damit halt weniger gehittet wird, ja. Das ist, denke ich, der bessere. So, was wollen wir denn mit dir machen? Da du Backliner bist, wollen wir, glaube ich, weder noch. Go for the hitting the head of a target will give you a guaranteed hit to. Hitting the head of a target will give you a guaranteed hit to the head also with the next attack. Ah! Aha. Connecting with your hit. Reset the effect. Connecting with your hit will reset the effect. Achso, on the next hit. Ja, on the next attack. Once per turn, upon killing enemy, 4 action points are immediately regained. Characters cannot regain more than their maximum action points and no more than 4. Also hier könnt ihr dann zweimal angreifen, was schon ganz geil ist, weil er hat eine hohe Hitchance. Wenn er jemanden killt, kann er einfach nochmal angreifen. Das wäre schon, glaube ich, ganz gut mit den Ranged Weapons so aus der Backline, wenn da viele Leute drinstehen und er hinterm Tank steht und zack, zack. Ich glaube, da würde ich ihn schon sehen bei Berserk, weil Battleforge brauchen wir nicht, er soll nicht tanken. Nimble ist auch ein Tank-Ding. Nice auf zwei Ranged Waffen, wenn er sich nicht bewegen muss, ja genau. Headhunter, ja okay, ein Guaranteed
Kopfhit nicht ganz so relevant für uns. Das ist eher was für Flegel. Deswegen nehmen wir, glaube ich, Berserk für den mit. Weil der ist einer der größeren Damage-Dealer tatsächlich mit dem guten Skill. So, dann haben wir hier ein Sonics Level Up. So, wir wollen Range haben auf jeden Fall. Wir wollen Range Defense, ist ziemlich nice. Und auf jeden Fall haben wir gerade das Problem gehabt, dass wir keine Fatigue mehr hatten. Deswegen nehmen wir jetzt Fatigue mit. So. Wir geben ihm noch Bullseye, damit er auch Gegner hinter Deckung oder hinter Leuten besser trifft. Würde ich sagen. Mehr Damage. Ja, so ungefähr. Und wir haben noch Ben, der Anti-Hero. Der kriegt auch nochmal, also 76. Der kriegt, oh, noch ein 4er Roll of Range Defense. Das ist sehr, sehr geil. Ja, wahrscheinlich wollen wir bei ihm auch noch Maximum Fatigue machen. Würde ich sagen. Dodge hat er nicht, also braucht er die Inni nicht unbedingt. Ja. 76 und du meinst, meine 73 wären hart OP. Du hast gesagt, du hast 79 direkt auf Level 1 gehabt. Also doch, schon, ja, doch. Finde ich. So, jetzt die Frage, will ich hier einen... Nee. Ich dachte auf Level 1. So, die Frage ist, was soll man denn von dem noch haben? An Skills, weil die beiden Tank-Sachen logischerweise nicht. Headhunter. Hitting the head of a target, we give you a guarantee to the head. Das ist halt, das können wir nicht verlässlich triggern. Level 8 schon. Das können wir nicht verlässlich triggern. Der Sohn war übrigens, glaube ich, einer unserer Companions. Das ist der erste Companion, der uns stirbt. Der andere Companion ist nämlich Ricky. Sonst haben wir, glaube ich, keinen Companion mehr. Sohn war damit der erste Stadtcharakter, der uns gestorben ist. Das ist echt teuer, vor allem mit der ganzen Ausrüstung. Ja. So, was wollen wir bei dir noch haben? Didum. Berserk. Berserk bringt uns aber nichts, glaube ich. Doch, wir könnten nochmal Hit, nochmal angreifen, ne, wenn wir das kriegen. Oder nochmal nachladen, wenn wir töten. Würde ich, glaube ich, lieber Backstabber nehmen. Oder Quick Hands. I guess. Oder uns selber rausswitchen. Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, dass wir das nicht müssen. Reach Advantage. Ist es nicht, was wir haben wollen. Ja, ich weiß, Backstabber ist ziemlich gut, um Rüstung zu ergattern. Weil du dann den Melee-Skill nicht brauchst. Du kriegst halt unglaublich viel Melee-Skill durchs Umstellen dann. Statt 25% extra kriegst du 50% extra Hit-Chance. Das ist wirklich Prozente zum Hitten. Und daher wäre ich, glaube ich, auch eher beim Backstabber, wobei ich mit dem selten in der Position bin, dass ich den mit umstellen kann, dann um die Rüstung zu holen. Keine gute Idee, was ich mit dem will. Relentless. Kann ich die Initiative hochhalten? Ist der immer zuerst dran, der Fernkämpfer? Aber der wartet meistens sowieso, bis die Leute ran sind. Von daher ist das nicht ganz so wichtig. Quick Hands, dann könnt ihr schneller wechseln, um den Dolch rauszuholen im Nahkampf. Hier könnte halt weiter laufen oder besser laufen in schwierigem Terrain, um dann weiter noch schießen zu können. Weil er, wenn er schießt und nachlädt, dann geht um 2 AP übrig. Wenn ich dann im schwierigen Terrain bin, kann ich gar nicht mehr laufen. Das hier würde mir erlauben, im, ich glaube, mittleren Terrain zumindest noch laufen zu können. Oder wir nehmen halt einen Dagger Mastery tatsächlich. Mit Used Action Point Cost to allow for an additional attack each turn. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Lone Wolf. With no ally within 3 tiles of distance, gain bonus to melee ranged, melee defense, range defense and resolve. 50% weniger Fatigue beim Puncturen. Ja, aber ich will mit ihm eigentlich nicht puncturen. Wenn er punctured, ist Polen offen. Er hat keine Rüstung. Wenn er da dran steht, ist es immer noch problematisch. Dann geht nur, wenn ich die Leute stunne. Was wieder schwierig ist, weil mir Leute mit guten Melee-Skill gestorben sind. Und ich habe echt niedrige Hit-Chances auf meinen ganzen Leuten.
Da, Xan, du bist noch der Beste mit 68 und hast ein Schwert. Müssen wir vielleicht mal ändern. Wahrscheinlich übernimmst du jetzt hier Sonos Reigen mit dem. Sono, oh nein. Hallo Sono. Sono, you dead. Du bist gegen den Nekromanten gestorben. Weil du, dich hat ein Untoter mit einem Schwert, das ganz viel Blutung verursacht, ziemlich oft aufgeschlitzt. Ich glaube mit dem Ding sogar. Ja, ich bin dead. Also wir werden dich bestimmt nochmal ersetzen, aber ja. So, ich bin mir noch nicht sicher, was ich hier überhaupt für den Skill haben will. Keine Ahnung. Könnte ich auch Dodge nehmen. Würde ich sagen. Keine gute Idee. Also jedenfalls, der 12. Mann, den wir jetzt holen, der muss ein richtig guter Dude sein. Und da müssen wir den durchkriegen durchs Early Game. Von seinen Leveln. Ich glaube, wir haben ein Problem mit unserer Rüstung und sowas. Die ist ein bisschen niedrig. Wir haben echt wenig gute Rüstungen oder krasse Rüstungen. Wir haben auch jetzt wieder eine Rüstung verloren und einen Helm. Also wir haben einen richtig guten Helm dir gegeben, so einen irgendwie, ich glaube, 180, 190er Helm haben wir jetzt verloren. Haben wir kaputt geklübelt anscheinend in dem Kampf auf dir. Ich glaube, ich würde ihm gerne Dodge geben, damit er, wenn er dann doch mal in den Nahkampf kommt, und Range Defense geht ja auch noch oben drauf. Ja, das hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Weil die anderen Sachen, offensive Sachen, finde ich hier keine mehr, die mir irgendwas bringen. Crippling Strikes. Ja, okay. Crippling Strikes könnte man sich überlegen. Fast Adaptation ist Schwachsinn. Backstabber ist halt nur, wenn er in Nahkampf kommt, was ich nicht will. Also was ich möglich nicht haben will. Börse könnte theoretisch ab und zu mal triggern, damit er nochmal nachladen oder nochmal schießen kann. Aber ich muss es zweimal triggern, damit ich einen Schuss und weiteren rauskriege. Das ist irgendwie... irgendwie nicht so geil. Weil wenn ich erst schieße, verbrauche ich nur drei, krieg vier zurück und habe wieder nur drei sozusagen zurückbekommen. Nee, das ist irgendwie... das ist eine... keine gute Interaktion. Ja. Dann würde ich sagen, ich gebe ihm Crippling Strikes, um mehr Verletzungen zu verursachen. Oder halt Headhunter, dass wir mehr Kopftreffer machen. Nom, 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 nom. Ach, ich glaube, ich würde den eher Headhunter geben, tatsächlich. Dass er die Kopftreffer, wenn er schon mal einen Kopftreffer macht, dass er noch einen Kopftreffer macht. Aber das ist nur in your next attack. Wenn ich dann nicht treffe, ist halt, das ist halt, nee. Ach, Mann. Ich bin unentschlossen, wie man vielleicht merkt. Aber nur ganz vielleicht. I don't know. Es fühlt sich alles nicht gut an. Ich gebe mir jetzt Dodge. Als Defense Mechanic. Falls er doch mal in den Nahkampf kommt. Dass Sono hier irgendwo am Arsch der Welt gestorben ist, ey. Haben wir hier eigentlich? Unknown Garrison. Mhm. Sowas müssen wir machen. Das ist eigentlich unser Ziel. Unsere aktuelle Ambition. Dodge, ja. Und wir brauchen wieder Tools und Supplies.